vierte und fünfte Hand. Und dann stand in dem neuen aktuellen auch vierte und fünfte Hand. Und das ergibt ja keinen Sinn. Was geht, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir fahren gerade ein Auto besichtigen. Ich brauche ein Gegenstück zu meinem Sechszylinder. Deswegen wird es eventuell ein Dreizylinder. Es ist auch teils ein Projektauto. Also ich muss noch einiges an dem Auto machen. Aber Preis und Preis und Zustand sind eigentlich ganz okay. Deswegen habe ich überlegt, es mir zuzulegen. Bleibt gespannt. Ich zeige euch gleich ein paar Ausschnitte. Es ist auch ein älteres Auto. Also stand jetzt so 23 Jahre alt. Es ist ein Youngtimer. Das Auto ist einfach nur wild. 24 hours later. Nach zweistündiger Autofahrt und einer Tortur, die sich Deutsche Autobahn und Baustelle nennt, sind wir endlich angekommen. Es ist ein sehr, sehr abgelegener Parkplatz zwischen den Bäumen. Und hier ist auch ein schöner See. Aber ich bin noch ein bisschen eingeschüchtert. Aber das Auto sollte trotzdem passen. Mein erster Eindruck ist, dass das Auto um einiges schlechter dasteht, als ich es vermutet habe. Aber ich kann auch nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich gut, um den Preis zu drücken. Aber ob ich das Auto dann nehme, muss ich noch schauen. Ich habe gerade nach Rost geschaut. Unten sind die Wagenheberaufnahmen und der ganze Rest sehr, sehr gut. Also da gibt es keine Probleme. Aber hier an der Heckklappe gibt es einiges an Rost. Oh my God, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, man. Und hier vorne gab es anscheinend einen kleinen Unfall. Aber es ist jetzt nichts, wo ich kein TÜV oder so bekommen würde. Das ist kein Problem. Aber ja, das Auto wird mit offenen Fenstern gelagert. Ach ja, by the way, ist es ein VW Lupo 3 Liter Diesel mit Magnesiumfelgen und dem Magnesiumlenkrad. Aber die Tatsache, dass es mit offenen Fenstern gelagert wurde oder es letztens so geöffnet wurde, das scheißt ein bisschen rein. Müffelt auch schon gut. Aber die Felgen hinten sind geil. Das sind so mehrteilige Felgen. Sieht man das dort? Ja, achtfach bereift. Aber den Rest erzähle ich euch gleich. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Seit der Besichtigung sind ein paar Tage vergangen. Das Auto ist leider nicht angesprungen. Wir haben vergeblich versucht, Starthilfe zu geben. Es hat nichts funktioniert. Wir haben auch gegen den Anlasser gehämmert. Rein gar nichts getan. Das heißt, ich wusste nicht, ob der Motor Schaden hat, ob der überhaupt anspringt. Keine Ahnung. Aber ich fand das Auto sehr nice. Deswegen wollte ich das unbedingt haben. Der war zwar von innen vergammelt, aber es wäre ein cooles YouTube-Projekt gewesen. So, man hat es sauber gemacht. So, bei jedem einzelnen Schritt wäre man dabei gewesen. War auf jeden Fall sehr interessant. Der war für ungefähr 1000 Euro inseriert. Ich habe den runtergehandelt auf 400. Wir haben die Hand drauf gegeben. Der Verkäufer ist dann kurz nach Hause gefahren, hat Kaufvertrag geholt. Und währenddessen habe ich mir nochmal die Unterlagen angeguckt. Ich wollte wissen, wie lange der schon stand. Die meinten so circa 2 Jahre, aber da stand auch schon 4 Jahre. Ja, die meisten vergessen halt, dass es noch ein paar Jahre waren wegen Corona. Ist jetzt auch egal. Und dann hat der Kollege von dem festgestellt, als er sich diese Unterlagen angeguckt hat, also, warte, gib mir mal auch deinen Zettel, habe ich ihn so gegeben. Das ist jetzt der abgelaufene. Dann stand hier halt drauf, vierte und fünfte Hand. Und dann stand in dem neuen aktuellen auch vierte und fünfte Hand. Und das ergibt ja keinen Sinn. Da haben wir nochmal alles verglichen, war selbe FIN-Nummer, war alles identisch. Nur stand bei dem einen, der schon abgelaufen war, dass er schon in der fünften Hand war. Und bei dem aktuellen stand dann auch, dass er fünfte Hand zugelassen war. Das heißt, da ist irgendwas schief gelaufen und ich wäre dann die achte Hand. Und bei 130.000 Kilometern ist das schon sehr kritisch. Es war auch kein Serviceheft oder dergleichen vorhanden. Deswegen konnte ich auch nichts überprüfen. Ich will denen jetzt auch nicht unterstellen, dass die irgendwie die Fahrzeugunterlagen gefälscht haben, weil es waren sehr liebe Typen. Die wussten anscheinend auch nichts davon. Als ich dem Typen das erzählt habe, war der auch so baff. Also war's. Ja, er kannte auf jeden Fall den Vorbesitzer. Die haben sich nochmal ausgesprochen. Der wusste anscheinend auch von nichts. Aber das war mir dann ein bisschen zu heikel. Ich wollte jetzt in keine Schwierigkeiten geraten. Ich habe das Auto dagelassen, bin nach Hause gefahren. Aber wie ihr gerade erkennen könnt, sitze ich gerade trotzdem in einem Auto. Es ist wieder ein VW. Es ist wieder ein Lupo, aber kein 3 Liter, sondern ein 1.0er Benziner, meine ich. Einen Moment, steht das auf dem Dingschirm? Nee, keine Ahnung. Und ich zeige euch jetzt erstmal, was das Auto alles hat. Wie findet ihr meinen neuen Johns? Geil, ne? Und wenn ich euch den Preis verrate, denkt ihr auch, okay, musste man zuschlagen. Radio wurde anscheinend ausgebaut. Weil ich sag mal, das Radio war vielleicht teurer als das Auto. Boah, das kann man doch nicht bringen. Egal, ich werde es wahrscheinlich so lassen und mein Radio einfach da anschließen. YOLO. Ich frage mich, was für Kabel das hier sind. Falls ihr irgendwas darüber wisst, gerne in die Kommentare schreiben. Hier vorne ganz normal, alles gut sauber gehalten.
Original Fußmatten von VW, nicht zu vergessen. Hier drunter auch alles sehr clean. Man muss auf jeden Fall einmal durchgehen. Keine elektrischen Fensterheber, das heißt weniger Probleme. Und Getränkehalter, die werde ich wahrscheinlich klauen für meinen Baby Sharky. Blau-schwarze Sitze, blaues Auto, Bombenkombi. Hinten auch alles top. Ich habe schon mal Kühlmittel besorgt. Ja, es ist ein Schaltgetriebe. Ich habe den schon ausgelesen, aber wir werden gleich nochmal zusammen reinschauen. Ich zeige euch auch, warum das Auto so günstig war. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ich für dieses Auto bezahlt habe. Ich nenne mal ein paar Eckdaten. VW Lupo. Hand ist irgendwie egal, ich bin sechste Hand oder so. 208.000 gelaufen. Und 2000er Zulassung im August. Ende 2000 zugelassen. Benziner, Lupo. Ja, Ausstattung ist okay. Dann gehen wir jetzt erstmal raus. Ich öffne schon mal die Motorhaube. Das ist das Schmuckstück. Oh mein Gott! Ey, das sieht einfach so geil aus. Ich wollte schon immer einen Lupo haben, eigentlich einen 3 Liter, weil die haben dann auch diese schöneren Lichter hier, aber der ist auch top. Ich öffne mal die Motorhaube. So. Die Dämpfer halten, das ist schon mal sehr gut. Ich zeige euch mal hier den Innenraum. Alles okay. Habe ich mal ein bisschen aufgemacht, habe geguckt. Nicht so nice, aber der Deckel ist noch okay, aber hier drinnen sieht man halt ein bisschen ja, Ablagerung. Sehr viel Kurzstrecke, ich habe auch schon gefragt. 1.0er, wie gesagt. Letzter Ölwechsel war auch ja, vor 7000 Kilometern. In welches Jahr? Ja, Anfang dieses Jahres noch tatsächlich, also sehr gut. Hatte anscheinend auch keinen Unfall, alle Rahmen sitzen gut. Achso, was labere ich, der hatte einen Unfall, voll vergessen, aber hier ist nichts kaputt gegangen. Hier einmal geschliffen, das ist auch ein bisschen locker, hier ist das Teil abgebrochen, aber das ist nichts Schlimmes, das kann man kleben. Hier vorne ist er ein bisschen feucht, aber ich meine, dass es nur Wasser ist. Der hat zu wenig Kühlmittel, auf jeden Fall einiges zu wenig, deswegen werde ich hier gleich ein bisschen was reinfüllen. Habe ich auch schon eben gekauft. Dann gehen wir einmal hier rum. Der hat halt hier vorne was, ein bisschen hier und hier, aber scheiß drauf. Und dann hier hinten auch ein ganz kleines bisschen, hier geht halt der Lack ab und hier ein bisschen Rost, wird auch schon mehr oder weniger behandelt, aber da werde ich selber nochmal drüber gehen. Schreibt aber bitte mal in die Kommentare, unter verliert einer unserer Autos auf jeden Fall Flüssigkeit. Jetzt nochmal, schreibt bitte in die Kommentare, was ihr denkt, was ich für dieses Auto bezahlt habe. Wie es hier steht, eigentlich 1A, aber ich werde euch jetzt erstmal zeigen, was der Grund ist, warum das Auto für so wenig Geld verkauft wurde. Okay, ich habe gerade ein bisschen gespoilert. Egal. Einmal einen Schlüssel rein. Er ist Leerlauf, egal. So, jetzt ist das Auto an. Motorkontrolllicht ist an, hat aber noch TÜV, deswegen ist mir das ein relativ egal. Ja, ich will das jetzt auch nicht zu lange laufen lassen. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was für ein Problem dieser Motor hat. Ich werde es am Mittwoch in die Werkstatt bringen. Vorher schaue ich noch mal ein bisschen selber nach, was es sein könnte. Die Verkäuferin meinte, dass es auf der Autobahn passiert ist und dass sie damit dann nach Hause gefahren ist, das Auto abgestellt hat und seit ein, zwei Monaten stand das Auto dann da. Das Auto hat ja offensichtlich zu wenig Kühlmittel, was wir gleich korrigieren werden. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auf der Autobahn zu lange gefahren ist, der Motor zu heiß wurde und dann dadurch einfach irgendwas gerissen ist oder kaputt gegangen ist. Aber nach einem Motorschaden, finde ich, hört sich das nicht an. Aber wir werden es sehen, keine Ahnung. So, jetzt machen wir erstmal die Zündung an und dann holen wir das wunderschöne ThinkCar-Gerät raus, um das Auto auszulesen. Einmal hier reinstecken. Ich glaube, das Auto hat keine Klimaanlage, das könnt ihr mal selber in die Kommentare schreiben. Aber ich meine, das ist nur die Lüftung, weil hier auf jeden Fall, ja, aber hier auf jeden Fall nichts besetzt. Es gibt aber cool Extras, wo man hier so USB-Steckplätze reinsetzen kann. Das werde ich vielleicht machen. Das Auto ist schon an. Dann machen wir einmal eine Diagnose. Okay, System eintretend. Ja, gutes Deutsch, ne? Aber ja, kann man das erkennen? Geht fit. Und eine Sache muss ich gerade sagen. Ich finde, das Lenkrad ist sau dreckig. Ich will hier auf jeden Fall irgendein Cover drüber machen. Ich gucke mal, ob es was auf AliExpress oder so gibt, womit ich das Lenkrad einfach mal ummanteln kann. Weil vorher einmal abschläfen und dann ummanteln, weil es geht gar nicht.
Ach so, ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Codes lesen. Gehen wir wieder auf Codes lesen. Zylinder 2 Fehlzündung. Ich habe auch schon geguckt, habe die Stecker mit meinem Vater zusammen abgezogen. Es ist plötzlich irgendwas passiert, dass die MKL ausgegangen ist, was geil war, aber das Auto hat sich nicht besser angehört. Deswegen lassen wir das erstmal. Ich denke mal, das geht auch weg, wenn man hier einmal das hier resettet. Okay. Jetzt drücke ich auf okay, da passiert nichts. Da muss ich mal einen zurück. Fehlercode. Emissionsbezogene Diagnosen-Löschen zurücksetzen, sind Sie sicher? Wenn ich den löschen kann? Zündung mit Motor aus. Einschalten, Enter-Taste drücken, fortzufahren. Zündung mit Motor aus. Okay, dann muss ich... Was ist ein Enter? Das ist niemals Enter, das ist zurück. Drück mal auf okay. Wahrscheinlich ist das Enter. Ach krass, ich kann Fehlercodes löschen. Geil. Erstmal MKF. Jetzt ist das auch grün. Erstmal die MKF und mein BMW löschen. Okay, geil. Was ist das? IM bereit. Ja, da zeigt. Ja, Cut-Problem. Ja, kann sein, dass wirklich irgendwas da kaputt ist. Egal, das habe ich jetzt erstmal alles auf Video. Dann gehen wir mal wieder zurück. Datensatz. Alle Items sehen. Zeig mal her. Er ist ja mal richtig geil. Ich kann alles hier nachschauen. Unterstützen, Daten holen. Alter, ich weiß nicht, wie viel mein Vater das geholt hat, aber das Teil ist ja mega. Ich werde halt nicht so viel bezahlt, weil eigentlich gibt er nicht so viel für sowas aus. Aber das Teil bringt es gerade. Und jetzt gehen wir noch auf den Startbildschirm. Okay. Aber ich muss sagen, das Teil ist cool so. Es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen, dass es mal einen Ausfall bei Zylinder 2 gab. Ich stecke das jetzt mal ab. Es hat gerade hart angefangen zu regnen, ich muss so schnell die Motorwurzel machen. Ich glaube, jemand will mir sagen, dass das Video beenden soll. Damit beende ich das Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was dieses Problem sein könnte und für wie viel ich das Auto gekauft habe. Ich verrate es euch, aber nicht jetzt, sondern im nächsten Video. Falls ihr beim nächsten Autokauf auch nicht abgezogen werden wollt, dann abonniert auf jeden Fall meinen Kanal. Das ist ein Geheimtipp. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. I'm gonna go get some water.